Ja, erster Teil der Pressekonferenz nach unserem Spiel des SV Sandhausen gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand 2:0 für die Fortuna. Und ich übergebe an die Kollegen aus Düsseldorf und an Trainer Christian Preußer. Bitteschön. Herzlichen Dank. Dann fangen wir gleich mal an mit dem Fazit zum Spiel. Christian, wie hast du, es war deine Feuertaufe in der zweiten Liga, wie hast du dieses Spiel empfunden? Was ist deine Zusammenfassung? Ich fange mal mit dem Allerwichtigsten an, das ist natürlich das Ergebnis und das konnten wir positiv gestalten. Ich finde, wenn ich die 90 Minuten betrachte, haben wir verdient gewonnen, aber es war natürlich richtig, richtig harte Arbeit. Wenn ich es chronologisch mache, finde ich, dass wir super ins Spiel gekommen sind, haben gleich ein, zwei gute Möglichkeiten nach einer Standardsituation aus dem Spiel heraus, wo wir in Führung gehen können. Und dann hat es sich aber komplett gedreht, also dann hatte Sandhausen sehr, sehr viel Ballbesitz, wir sind viel hinterhergelaufen, haben wenig Zweikämpfe gewonnen, haben wenig Balleroberungen gehabt und dann wirkt es so, dass Sandhausen Übergewicht hatte. Was wir in der Phase gut gemacht haben, wir haben die Standardsituation sehr, sehr gut verteidigt. Da waren viele, viele Bälle zu verteidigen, das haben wir gut gemacht. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hat es sich dann komplett gedreht. Wir haben frühe Balleroberungen gehabt, waren aggressiver, haben Bälle gewonnen und finde, haben dann auch aus meiner Sicht zwei verdiente Tore geschossen. Hätte mir gewünscht, dass wir früher das Spiel entscheiden. Also ich glaube, das dritte Tor wäre dann auch noch möglich gewesen. Aber wenn ich alles sehe, die 90 Minuten, war das ein guter erster Aufschlag für uns, aber gleichzeitig wissen wir, dass wir noch richtig viel zu tun haben. Das haben wir dann auch gesehen. Ja, dann kommen wir zu den Fragen, die uns eingereicht wurden. Leider Gottes immer noch nur die virtuelle Variante hier möglich. Pascal Biedenweg von der RP fragt, wie wichtig ist es, mit einem positiven Gefühl in die neue Saison gestartet zu sein? Ich habe es ja gerade schon angedeutet, natürlich sehr wichtig, weil es ja dann auch das Gefühl ist für die harte Arbeit, die wir die letzten 5 Wochen hatten in der Vorbereitung, dass man jetzt auch das erste Mal dafür was in der Hand hat. Wir haben viel trainiert, wir haben intensiv trainiert, wir haben auch taktisch viele Sachen angesprochen. Von daher ist der Sieg natürlich für die kommende Woche, aber auch für die weiteren Wochen sehr wichtig. Haben Sie in der Halbzeitpause ein individuelles Gespräch mit Schinter Appelkamp geführt? Er wirkte im zweiten Durchgang viel präsenter, will weiter Pascal Biedenweg wissen. Nein, also in der Halbzeit ist es so, dass wir da mit allen natürlich sprechen und grundsätzlich erstmal mannschaftstaktische Sachen ansprechen. Was ich sagen kann, dass wir in der Halbzeit schon über die Zweikampfquote gesprochen haben, schon über die Balleroberungen, die einfach zu wenig waren und gleichzeitig auch thematisiert haben, dass wir einfach zu tief standen. Und das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Also es braucht da kein individuelles Einzelgespräch. Ich finde, dass Leo es in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht hat als in der ersten. Und er hat auch mitgeholfen, dass wir das Spiel dann gewinnen konnten. Zum dritten Pascal Biedenweg, jetzt geht es um Systematiken. Welche Beweggründe hatten Sie, sich für eine Viererkette zu entscheiden? In der ersten Halbzeit wirkten die Abstände auf den Flügeln zu groß. Wie konnte Fortuna dieses Defizit in der zweiten Hälfte beheben? Ja, das stimmt. Wir haben auch viele Diagonalbälle zugelassen und dann wurde es richtig gefährlich auf der Gegenseite. Problematik war einfach, dass unsere drei Stürmer vorne zu passiv waren. Wir waren nicht aggressiv genug in der ersten Linie. Und ich finde, das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Die Grundausrichtung war zu entscheiden, ob wir 4-3-3 spielen oder 3-4-3. Wir haben uns für den 4-3-3 entschieden. Am Ende des Tages haben wir das Spiel gewonnen und in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Von daher immer eine gute Entscheidung, wenn man dann gewinnt. Aber gleichzeitig haben wir schon noch Defizite gesehen und die werden wir natürlich im Training jetzt nachbesprechen. Norbert Krings fragt für den Kicker. War das ein Sieg der größeren Effizienz, nachdem das Spiel der Fortuna in der ersten Hälfte noch von zu vielen Fehlern geprägt war? Ich weiß gar nicht, ich hatte das Gefühl, dass wir schon einige Torchancen hatten, auch in der ersten Halbzeit schon aus dem Spiel heraus. Wenn wir 2 Tore schießen, müsste mir die Statistik jetzt mal angucken, die Chancen, die es dann tatsächlich waren. Aber nee, ich finde, dass wir nicht nur effizient waren, ich finde, dass wir dann insbesondere in der zweiten Halbzeit auch besser im Spiel waren und dann auch verdient gewonnen haben. Und also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir dann vielleicht auch noch das dritte Tor machen könnten. Von daher gelungener erster Spieltag. Patrick Scherer für den Express. Nochmal so ein bisschen in die Richtung, die wir schon beantwortet haben, aber auch seine Frage möchte ich gerne stellen. Wie fühlt sich der erste Zweitligasieg der Karriere an? Ja, das sind große Worte. Also das fühlt sich genauso an wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wenn man Spiele gewinnt. Wenn man Trainer ist und mit einer Mannschaft zusammenarbeitet, will man Spiele gewinnen und das fühlt sich grundsätzlich gut an. Ich habe mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt der erste Zweitligasieg ist. Ich freue mich natürlich sehr darüber, die Mannschaft freut sich sehr darüber. Aber mehr ist es dann auch nicht. Walter Patrick Scherer, wie viel von dem, was Sie erwarten, haben wir heute gesehen? An welchen Stellschrauben müssen Sie bis zum Bremen-Spiel noch drehen?
Ja, viele. Also wir wollen besser werden. Wir können es, das hat man ja dann insbesondere in der ersten Halbzeit gesehen, wir können es einfach besser, wir müssen es auch besser machen. Aber die Grundzüge waren da. Ich finde, dass wir zwei, drei gute Balleroberungen in der zweiten Halbzeit hatten. Ich finde, dass wir Standardsituationen sehr gut verteidigt haben. Also wir haben viele, viele Standardsituationen zugelassen, was nicht gut ist. Aber dann ist natürlich gut, dass wir daraus keine Gegentore bekommen. Von daher, damit bin ich sehr zufrieden. Und dass wir zu tun haben, das war ja eh klar. Also in 5 Wochen werden wir jetzt nicht alles für die Saison startklar haben. Aber mit Siegen hilft das natürlich, Sachen auch nochmal nachzubesprechen. Und dafür war es dann gut. Dann die Nachfrage zu den beiden Spielern, die verletzt ausscheiden mussten. Ja. Felix Klaus und Dragos Nedeljko. Können Sie schon was zu den Verletzungen sagen? Ja, bei Dragos war es so, dass deutscher Zweitligafußball ist dann doch nochmal anders als in Rumänien, einfach vom Tempo her, von der Intensität her, und das hat man dann einfach gemerkt. Es war gut, dass wir ihn ausgewechselt haben, also es ist jetzt in dem Sinne keine Verletzung, aber eine Verletzung hat sich angebahnt, von daher war das eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und bei Felix, ich habe es einmal kurz gesehen, aber das sah wirklich übel aus und ich bin heilfroh, dass es ihm gut geht. Er war jetzt auch ansprechbar, aber da müssen wir natürlich jetzt schon mal morgen und übermorgen schauen, wie sich das dann in den nächsten Tagen entwickelt. Aber ihm geht es jetzt im ersten Moment mal so weit gut, ich hoffe, das bleibt auch so. Und da müssen wir dann einfach schauen, wie es für nächste Woche aussieht. Letzte Frage von Patrick Scherer. Ruven Hennings hat unter der Woche eine Wohnung für die Opfer der Flutkatastrophe gestellt. Ist das die Belohnung heute mit den 2 Toren? Nein. Also Ruven Hennings hat eine gute Vorbereitung gehabt. Er hat fleißig trainiert. Er als Torjäger will er natürlich auch Tore schießen und daran arbeitet er auch. Also ich würde das nicht in Zusammenhang bringen. Das ist toll, dass er sich engagiert und dass er soziale Sachen unterstützt, aber ich würde das ungern in Zusammenhang bringen. Vielleicht nochmal die Wichtigkeit der 2 Tore von Ruven Hennings. Ja, sehr wichtig. Also für ihn persönlich natürlich. Also ein Torjäger will natürlich Tore machen. Wir brauchen auch Tore von unserem Mittelstürmer. Und gleichzeitig hat er auch defensiv ganz, ganz viel abgearbeitet und hat sich auch in die Standardsituation reingehauen. Tore sind super. Der Rest ist mir aber auch wichtig und in der Kombination können wir es gerne weitermachen. Dirk Krümpelmann ist dran für die Bild. Wie erklären Sie sich, dass nach mutigen 15 Minuten bis zur Pause so ein Bruch im Spiel war? Der Bruch war tatsächlich im Spiel, das werden wir auch nochmal miteinander besprechen in den nächsten Tagen. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, so die erste Linie hat zu wenig Druck bekommen, wir mussten dann viele Diagonalbälle hinnehmen, daraus resultierten Standardsituationen und dann ist Sandhausen auch einfach eine gute gestandene Zweitligamannschaft. Also da, wenn wir da ein paar Fehler machen, sieht das dann auch genauso aus, von daher, das stimmt. Ich finde, in der zweiten Halbzeit war es deutlich besser und von daher können wir das gut nachbesprechen und nehmen es genauso, wie es jetzt war. Nochmal die Frage nach Felix Klaus. Wie geht's ihm? Hat er schon mitgejubelt? Ich glaube, Felix freut sich auch über den Sieg, da bin ich mir ganz sicher. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass es ihm im ersten Moment gut geht. Er war jetzt ansprechbar, wir konnten jetzt auch kurz miteinander reden. Aber ich habe schon gerade gesagt, wir müssen jetzt mal in den nächsten 2 Tage schauen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, es bleibt auch so. Letzte Frage, der Krümpelmann. Warum haben Sie gleich im ersten Spiel zu Beginn auf den ersten Kapitän verzichtet? Also Adam Wozzeck. Warum hat Adam nicht gespielt, ist die Frage. Wir haben es letzte Woche gut gemacht im letzten Testspiel. Wenn man das beobachtet, war es ja dann identisch die Aufstellung von letzter Woche. Das war der Beweggrund, aber er hat auch richtig mitgeholfen, als er dann eingewechselt worden ist. Es ist wichtig, dass wir Adam auch auf der Innenverteidigerposition bringen können. Er hat da gute Zweikämpfe gewonnen, war sehr gut in der Absicherung. Von daher hat er seinen Job dann auch erfüllt, als er reingekommen ist. Dann Gianni Costa, und das sind dann auch die letzten beiden Fragen, ja, sind sie. Was sagen Sie zur Leistung von Leo Kutris? Er wirkte mitunter nicht ganz so sattelfest, sagt Gianni Costa. Ja, ich würde es differenzieren. Erste Halbzeit kann er mehr Zweikämpfe gewinnen, erste Halbzeit kann er weniger Bälle verlieren, das stimmt. Aber gleichzeitig finde ich, dass er in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Er hat viele Zweikämpfe gewonnen, war Absicherung, ist unheimlich viel gelaufen. Muss ich mir die Laufleistung nochmal angucken, aber das war so gefühlt, dass er sehr viel gelaufen ist. Von daher war die Leistung in Ordnung, aber wir können es natürlich in der ersten Halbzeit besser machen. Generell fragt Gianni Costa, ich hatte den Eindruck, am Anfang, da meint er wahrscheinlich die Zeit nach der 10. Minute, fehlte etwas die Frische, was sich im Laufe der Partie besserte. Kann man das erklären? Ich weiß nicht, ob es an der Frische lag. Ich habe es ja jetzt taktisch versucht zu erklären, dass es mehr um die erste Linie geht, um die Drucksituation. Dass wir viel gearbeitet haben in der Vorbereitung, das müssen wir natürlich auch sehen. Es wurde dann auch nochmal richtig warm hinten raus. Die Jungs sind frisch und fit und da haben wir einen guten Athletiktrainer und ein gutes Trainerteam, die dann dafür natürlich sorgen, dass wir fit sind. Das kann man sagen, dass wir hinten raus nochmal zulegen konnten, das ist gut. Und in der ersten Halbzeit war es ein taktisches Problem, aus meiner Sicht kein frisches Problem. Ja,
das war's dann. Vielen Dank, Christian, für deine Einschätzung. Viele Fragen, ja. Kollegen für Ihre Fragen. Wir freuen uns auf die nächste Begegnung am Samstag 20.30 Uhr gegen Werder Bremen. Danke, alles Gute. Ja, zweiter Teil der Pressekonferenz mit unserem Trainer Gerhard Kleppinger. Dein Fazit zum Spiel, bitte. Damit beginnen wir. Ich denke, der Kulo und ich, wir haben in der ersten Halbzeit, nachdem der Patti hinten perfekt reagiert hat auf den Kopfball von Clara, dass wir da gut im Spiel drin waren, erste Halbzeit gut gespielt haben, gute Offensivauflösung gehabt haben, gutes Umschaltspiel gehabt haben, auch gut gegen den Ball gearbeitet haben, haben da halt verpasst oder nicht das nötige Glück gehabt, da in Führung gehen zu können. In der zweiten Halbzeit dann, kurz nach der Halbzeit, wenn wir ein bisschen Glück haben, wenn hinten ein bisschen besser vielleicht spekuliert wird als Stürmer, kommen wir da auch nochmal zu einer Riesenchance, wo der Aicini die Flanke reinzieht, ein bisschen vom Tor weg. Und dann nach dem 1-0 sind wir halt, haben wir etwas den Faden verloren, die Nerven verloren. Hat schon angefangen in der Entstehung auch, wo wir den Ball verlieren und dann bei einer Doppelpassaktion am Flügel nicht nachgehen. In der Mitte wurde es ein bisschen unübersichtlich, der Ball fällt halt im Düsseldorf dann noch vor die Füße und er macht einen eiskalt rein. Das hat sich dann so ein bisschen weitergeführt, dass wir dann auch lange Bälle gespielt haben, die zweiten Bälle nicht mehr reingekommen sind oder nicht mehr drangekommen sind. Folgerichtig kommt dann der Elfer, wo der Omar den ersten Zweikampf eigentlich gewinnt. Bei dem zweiten muss man es nochmal genau angucken, ob er nicht gesehen hat, dass er vom Rücken reinlief, wo er ihn dann unten touchiert. Das war dann das 2-0 und da war es natürlich dann verdammt schwer, wieder zurückzukommen. Wir haben dann nochmal umgestellt und hätten dann, wenn der Jay wieder eine Flanke von der rechten Seite, wenn er da das Tor trifft, denke ich, ist er drin. Und das wäre nochmal die Möglichkeit gewesen, ins Spiel wieder zurückzukommen. Da waren, glaube ich, noch 12 Minuten zu spielen. Und aber dann ist es halt so dahin geplätschert, mehr oder weniger. Wir sind dann nicht mehr richtig zur Rande gekommen. Und man muss halt sagen, dass auch dieses Spiel heute eine Fortsetzung war. Wir haben sehr gut gespielt für meine Begriffe. Was wäre das beste Spiel in dieser Zusammenstellung? Wir müssen halt nur gucken, dass wir es über die 90 Minuten durchstecken können. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Wir haben vorher gesagt, der Kulo und ich, dass die Vorbereitung auch noch in die Saison hier reingeht, mit dieser Fluktuation, wo wir hatten an Spielern. Und aber ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir hoffen, dass beim Pascal Testro, dass da nichts Schlimmeres entstanden ist. Den muss man in der Halbzeit rausnehmen, aufgrund von Achillessehnenproblemen. Und gut, dann sind wir eigentlich guter Dinge. Arbeiten hart weiter und sind sehr zuversichtlich, dass wir in die Spur finden werden. Ja, damit haben wir auch die erste Nachfrage der Kollegen Max Wendel und Klaus Weber schon beantwortet, warum Pascal Destro runter musste. Zwei weitere Personalfragen. Einmal, warum hat es für Dennis Diekmeyer noch nicht gereicht, um im Kader zu stehen? Ja, das ist ganz einfach zu erklären, weil wir eine kurze Wege haben mit Dennis und Dennis meinte auch, dass es noch zu früh ist jetzt am heutigen Tag uns helfen zu können. Er hätte es gerne gemacht, auch von seinem Ehrgeiz, das wissen wir ganz genau, aber der Dennis und wir wissen auch, er muss bei 100% seiner Kräfte sein, dann kann er uns helfen und das war im beidseitigen Einvernehmen so mit Kulo und mit mir abgestimmt. Weitere Personalfrage von den beiden. Wieso wurde mit Enes Ouahim ein Spieler so zeitig eingewechselt, der den Verein verlassen soll? Ist auch einfach zu erklären, weil der Enes noch zu unserem Stab gehört. Er trainiert nach wie vor mit. Der hängt sich im Training genauso rein wie alle anderen Spieler auch. Er hat dann auch in Vorbereitungsspielen das auch bewiesen und wir waren heute der Meinung, dass er uns auf der Position weiterbringen kann und das hatte rein sportliche Gründe und absolut nachvollziehbar. Dann haben wir noch eine Frage zum Spiel auch nochmal. In welchen Bereichen hat dich die neu zusammengestellte Mannschaft heute positiv überrascht? Ja, ich denke, wir haben gut von der Defensive her gut gegen Ball gearbeitet, von hinten heraus mit einer guten Nummer 1 sicher gestanden.
haben gute Umschaltmomente gehabt, vor allem auch in der ersten Halbzeit über die linke Seite mit dem Chima. Und der Gianluca hat sich da auch mit ausgezeichnet. Und ich denke, dass wir eine sehr, sehr gute Mischung gefunden haben zwischen jungen, hungrigen, zwischen erfahrenen Leuten. Und wie gesagt, bei 11-9 und heute standen, glaube ich, 8 neue in der Anfangsformation. Dann bedarf es natürlich auch so ein bisschen noch Zeit, zumal wir heute auch gegen eine Mannschaft gespielt haben, die fast keine Fluktuation hatten, die eingespielt waren, letztes Jahr Tabellenfünfter waren, die wissen, wie Fußball gespielt wird. Und das darf man auch eigentlich nicht so außer Acht lassen. Gerd Kleppinger, vielen Dank. Für uns geht es weiter am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg um 13:30 Uhr. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute, tschüss. Alles gut, ciao, ciao.